Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Brauchst du neue Kleidung? Überlebensmodus. Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Heilige Haben Scheiße. tagsüber geöffnet. Sei nicht so Ich laut. komme alleine hier nicht klar. Ich brauche Vadim. Ja, Chimmer. So, wir wollen gucken, wie es heute mit Vadim aussieht, ob wir ihn befreien können. In der letzten Folge, wir haben die komplette letzte Folge, also knapp eine Stunde, nur in Diamond City verbracht. Das heißt, wenn ihr die letzte Folge wirklich nicht gesehen habt, weil ihr so abgeschreckt wart von meinem Text, wo ich geschrieben habe, wir waren nur in Diamond City. Für die werde ich jetzt kurz erklären, was wir gemacht haben. Wir haben Quests geholt, wir haben Piper rekrutiert, also wir haben die Quest für Valentine geholt. Wir haben jetzt, oh, geil, hoffe, wir haben für das Radiostudio die Quest angefangen. Wir haben hier Stress gemacht, damit der Typ da halt ein bisschen motivierter ist und ein bisschen, ja, nicht so ein Feigling. Und jetzt müssen wir Vadim befreien, der für das Ganze verantwortlich war. So, einfach nur mal so kurzen Bericht. Und nun gehen wir raus und sterben. Das ist gut, ne? Finde ich auch. So, die will ich nicht benutzen. Ich möchte. Ich hatte euch ja gefragt, ob das genehmigt ist von euch. Die Weather Arms WA 2000 Sniper benutzen mit 140 Schaden. Das ist schon ziemlich gut, ja, ich weiß. Aber da niemand irgendwas dagegen gesagt hat, außer ein paar, die meinten, ja, ist okay, werde ich es auch verwenden. Jetzt nicht so viel, aber jetzt hier in Diamond City wahrscheinlich verstärkt. Also, was wir nicht können, wir können nicht aus der Hüfte schießen mit dieser Waffe, wir müssen anvisieren. Bei anderen Waffen ist es ein bisschen simpler, aber egal. Man muss sagen, in der Third-Person-Perspektive ist die Waffe wesentlich einfacher zu bedienen. Einfach weil man mehr Sicht hat auf das, was vor einem liegt. Ich kann es euch gleich mal ein bisschen demonstrieren, wie es in der First-Person aussieht. Es ist schon abschreckend in der First-Person. In der First-Person würde ich sie tatsächlich wahrscheinlich eher weniger benutzen. Einfach wegen der Sache, dass ich nichts sehen kann. Oder dass es mir zu lange dauert zum Anvisieren. So, Moment, welche Taste war das? Die auf jeden Fall nicht. Die auch nicht. Da. So. Seht ihr das? Das dauert ewig, bis man zielen kann. Es ist halt wie so eine DMR in Halo. Es dauert schon ein bisschen. Man kann natürlich schon schießen, währenddessen man hier so drauf drückt. Aber naja. Nö. Und so, guckt euch an, wie schnell das geht. Na gut. Seid drauf gefasst, dass wir ein paar Mal sterben werden. Es wird eine schöne Aufnahme, ich sehe es kommen. Wilde Ghule verstecken sich gerne im Dunkeln. Das macht Nachtpatrouillen verdammt aufregend. Ja. Oder tödlich. Je nachdem, wie du es gerne sehen möchtest. Ja gut, wir wollen auf jeden Fall Vadim befreien. Wenn wir irgendwelche Gebäude finden unterwegs, gehen wir natürlich da rein. Ich hoffe aber eher nicht. Oder wird schon scharf geschossen. So, wir gucken einmal kurz auf die Karte, beziehungsweise auf die Quest. Welche Quest haben wir derzeit aktiviert? Karte. War noch mal Quest? Muss doch hier gewesen sein, oder? Aufgaben da. Selbstvertrauen ist alles, genau. Da. Wir haben halt, sprich mit Vadim, der mir dann gesagt hat, hey, Travis ist so ein Feigling, der schafft es im Radio nicht vernünftig zu sprechen. Somit haben wir die Quest Travis bekommen. So, dann sind wir zu Vadim gegangen, der uns ins Hinterzimmer gebeten hat. Und da haben wir den Plan besprochen, dass er zwei Ganoven in den Saloon bringt, die eine Schlägerei anzetteln und mit Absicht verlieren. Der eine hat ein bisschen zu sehr aufs Maul bekommen und hat Rache geschworen. Und ja, dann. Und so weiter und so fort. Und dann sind wir erstmal zu Scarlett gegangen, seiner von Travis, die nicht die Freundin, aber die er mag. Und sie mag ihn auch, haben sie dazu überredet, sich mit Travis zu treffen. Und dann sind wir zurück in der Bar gewesen. Und dann hieß es, hey, Vadim wurde entführt. So, okay. Das dazu. Ach du Scheiße. Der Typ da hinten mit der Bombe, der ist nicht cool. Hey, da draußen ist was. Es gibt Ärger. Huh. Da sind sie wieder.
Oh shit, oh, oh. Hundi, 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 bleib mal cool. Ich habe schon ganz vergessen, wie schwer das ist. Okay. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Wir haben natürlich nicht unendlich Schuss dafür. Deswegen müssen wir aufpassen. Das ist unsere stärkste Waffe. Eigentlich müsste ich sie als Geheimwaffe einsetzen. Aber Supermutanten sind halt uncool. Nukleares Material. Irgendwo ist hier noch einer. Gefunden. Aber hier ist noch irgendwo einer. So. Dieses Gebäude. Also wir haben hier irgendwas entdeckt. Irgendein Gebäude. Irgendein Areal. Aber wir müssen erstmal die Leichen plündern. Ach du, was der mit der Bombe? Okay, auf jeden Fall ist hier irgendwo noch einer. Lass die da hinten schießen. Wir kontrollieren erstmal hier die Gegend ein bisschen. Brustkorb mit Beinen. Eigentlich nichts Großartiges. Ja, und unsere Sachen haben wir natürlich auch verkauft direkt in der Stadt. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt schleichen wir uns hier erstmal ein bisschen durch die Gegend. Weißt du, was für mich... Was für Munition verwende ich eigentlich mit der geilen Waffe? 308er, okay. Die ist jetzt auch nicht so selten, muss ich sagen. Na, guck mal. Direkt wieder ein paar Schuss gefunden. Aber sollte mir davon die Munition ausgehen... Psst. Sag einfach Bescheid. Und, wir treffen auf einen starken Gegner. Wäre das ein bisschen kacke, wenn ich dann keine Munition habe. Deswegen versuche ich da ein bisschen die Munition zu sparen. Ein bisschen werde ich also immer damit schießen, aber nicht zu viel. Ab in die Apartments. Und Apartments, Freunde, bedeuten Betten. Bitte, 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 bitte. Oh ja, Stuff. Geiler Stuff. Wir nehmen natürlich wieder jeglichen Schrott mit, den wir finden können. Eine Machete. Oh. 39 Schaden. Ja, für Nahkampf bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach. Aber ich arbeite darauf hin. Ihr wisst Bescheid. Aber derzeit gehen halt all meine Level nur auf, ich glaube, Redekunst war das, wegen dem Anführer-Ding jetzt gehe ich, damit wir unsere Ressourcen hin und her schicken können. Um unsere Siedlung besser zu planen. Ich höre jemanden. Das könnte auch Piper sein. Okay, hier ist ein Exit, das müssen wir uns merken. The Fans. Ich was hören. Nein, du nicht hören. Okay, ich könnte gleich direkt tot sein. Ohren mir wieder spielen Streich. So langweilig. Das kam das über mir? Kann hier nicht irgendwo im Bett sein. Ich habe nicht wirklich viel Leben. Kriegen Hunger. Geräusch? Wo kam der denn her? So, da wäre ich wieder. Ich habe mal ein bisschen überlegt und zwar denke ich mir einfach mal so, die Waffe ist halt schon recht stark und wir sollten definitiv nicht mehr als 30 Schuss von zu Hause mitnehmen, wenn wir zu Hause angekommen sind. Halt wirklich immer nur 30 Schuss und den Rest, wenn dann unterwegs finden, damit ich nicht immer nur mit dieser Waffe rumlaufe. Ich finde, es muss auch irgendwo ein taktischer Aspekt im Spiel drin sein und...
Ja, das macht's doch ein bisschen kaputt mit dieser Waffe. Aber dennoch, wenn ich hier jetzt gerade drin bin und es kritisch wird, dann hole ich sie raus. Geräusch. Von wo kam die Sau? Ich check's nicht. Der kam von links. Hallo, heute kein Kampf. Wo kam der her? Was das? Oh, ich bin überladen. Psst. Achte nicht auf die Unordnung. Du hörst doch nichts. Ich habe eine Mini-Atombombe gefunden und dafür aber keine Munition. Wir haben ziemlich viele Waffen dabei, ne? Das ist der ganze Schrott, der wahrscheinlich so viel wiegt. Ja. Immer so viel du tragen kannst. Oh, du kannst echt viel tragen. Ich höre ein Zeug, dass ich was höre. Ich war hier drin und dann kam der von links. Wie ist das überhaupt möglich? Wohl nichts gewesen. Jemand da? Ich bin mir jetzt verdammt unsicher, was das hier angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er von links gekommen ist. Ihr habt's alle. Das Geräusch da. Was das sein? Halt die Fresse. Ihr habt's alle gesehen. The Fans. Hä? Hier gibt's überhaupt gar keinen Weg. Das ist doch die pure Verarsche, oder? Nix gewesen. Wir gehen mal hier raus. Ich check's nicht. Ich check nicht, wo der hergekommen ist. Ich kann mir das nicht erklären, wo der Typ herkam. Wenn er von links kam, kann er nur aus dieser Tür rausgekommen sein. Und ich weiß gar nicht, warum er das tun sollte. Naja, gucken wir einfach mal. Wenn hier jetzt keiner ist, dann Magic. Hunde. Ja gut. Für die will ich meine Munition nicht verschwenden. Aber sterben müssen die dennoch. Was war das? Hunde. Oh, da liegt jemand. Da bist du ja. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ich meine, wir kommen sowieso noch hinter dieses Gebäude. Ich versuche mir das einfach zu merken, dass da hinten jemand liegt. Ich begreife das nicht. Ich begreife das einfach nicht, wo der Typ herkommt. Das muss doch irgendwo einen plausiblen Grund haben, wo der herkam. Oder kam der von unten? Hey, da draußen ist was. Okay, das erklärt, wo der herkommt. Das könnte er gewesen sein, ne? Ja, gut. Gehen wir weiter hoch. Ich bin sehr froh, dass ich das hier als Alternativverfahren habe. Denn ich will nicht nochmal hierher laufen. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht. So, hier sind wir schon durchgegangen, glaube ich, ne? Ja. Das war der Typ, der die ganze Zeit gequatscht hat. Okay, das erklärt, warum der plötzlich auftauchte. Der ist einfach nach unten gegangen. Und ist. Okay. Der war anscheinend auf dem Dach, ist runtergesprungen durch die Tür und hat mich gesucht. Wieso nicht? Ja, gut, kein Bett gehabt. Schade. Scheiße.
Muss doch irgendwie eine Schlafmöglichkeit geben. Wieso kann ich nicht auf der Couch schlafen? Na? Molotow-Cocktail, Schädel, Augenhöhle. Machen wir das hier erstmal auf. Ich muss sagen, in DC gibt es viel zu wenig Schlafmöglichkeiten. Geschafft. Geschickt gemacht. Danke. Okay. 10 mm ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ich halte von dem Revolver nichts mehr. Der war mal gut, aber irgendwie doch nicht mehr. Na gut, die Hunde haben wir glücklicherweise von oben töten können. Siedler wollten sie hier absetzen, ja? Die Babyrassel nehme ich mit. Ich weiß auch nicht, was ein Erwachsener damit wollte. Armee-Munitionstasche? Ballistische Fasern, ach Mann. Ich hab gedacht, das könnte nützlich sein. Hör auf zu zappeln! Ach, ich kann da nicht hin. Mann! Das Drecksauto ist im Weg! Halt, ich kann es benutzen, um zu klettern. Ha. Okay, es ist immer gut, in einer hohen Position zu sein, um erstmal die Lage zu checken. Ob hier irgendwas in der Nähe ist. Ich werde jetzt einen Teufel riskieren, um zu sterben. Ich will doch einfach nur irgendwo einen Savepoint haben, den ich mir markieren kann, wo ich dann hinlaufen kann. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, wir müssen nochmal zurück. Denn wir hatten da ja einen Ort entdeckt. Genau. Da, dieses Wasserdings, das ist die Kanalisation, da müssen wir runter. Wir haben es entdeckt und wir müssen sie jetzt untersuchen. Springen. Besorgt die neueste Ausgabe der Public? Was? Was ist das für eine scheiß Quest? Oh Gott, Fans. Ich würde hier echt gerne irgendwie nur erstmal noch in der Nähe ein Bett finden. Das wäre großartig. Das wäre so schön. Man könnte meinen, dass in den Apartments ein Bett ist, ne? Aber nö. Da muss hier auch irgendwo ein Bett sein. Ja. Kronkorkenmine, jetzt nicht sterben. Weil am besten ich leg mich hin, wach auf und bin tot. Oh. Oh ja. Ah, gut. Wird erstmal markiert. So. Nein, nein. Nein, nein, ich will das nicht. Ich will da markieren, wo ich stehe, verdammt. Ach, leck mich doch. Na gut, wir haben ein Bett gefunden. Wir können also runter. Gucken wir mal, was in der Kanalisation ist. Und ich möchte gucken, was das für eine Quest ist, die wir gerade aktiviert haben. Dass wir irgendwie eine Zeitschrift finden sollen. Kenne ich gar nicht, die Quest. Hier gibt es natürlich auch viele, viele Orte, die ich noch nicht betreten habe in meinem Let's Play, die auch für mich Neuland sind. Es sind halt nicht markierte Orte oder markierte Orte, die ich nicht gefunden habe. Und wir gucken mal. Sonstiges. Na gut. Sehr geehrter Detektiv. Hier sind wir also, Detective. Wenn Sie meine Anweisungen befolgt haben, sind Sie allein. Wenn nicht, tja, dann bin ich bereits weg. Also hoffe ich, dass Sie allein sind. Nun, kommen Sie doch herein. Ich
Ich habe mein Werk hier unten aufgebaut. Hast du dich je gefragt? Und ich möchte gern, dass Sie es sehen. Ganz schön still hier drin. Okay, ich war hier auf jeden Fall schon mal drin. Ich erinnere mich an diesen angelnden Typen, der mit seinem eigenen Kopf angelt. Finde ich gut. Oh ja. Krieg ich die Angel? Nee, schade. Aber ein cooler Typ. Da ist sogar ein Fisch dran. Moment, sein Schädel hat an den Fisch angebissen. Echt jetzt? Ja, why not? Na gut. Ghule. Was war das? Nein. Warum sind's Ghule? Oh. Hätte ich auch jetzt erkennen können. Ich habe da hinten noch einen aufstehen sehen. Ich höre ein Radio. Wir sind hier nicht allein, Scheiße. Blue. Was du nicht sagst? Es gibt Ärger. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Hui, ich hasse gute Freunde, ich hasse sie. Ich will einfach diese Waffe, dass sie funktioniert. Ein mit X markierte Kreide. Wahrscheinlich wegen dem Scheiß, wa? Diese Waffe muss einfach funktionieren, ey. Ich hab sie aus einem legendären Typen rausgezogen. Ich will es einfach nicht akzeptieren, dass die Waffe scheiße ist. Eine 10mm mit der Eigenschaft wäre cool. Ich glaube, der ist tot. Hey, bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Sehr schön. Sie ist auf jeden Fall eine gute Schleicherwaffe, muss man schon sagen. Aber so gut schleichen kann ich halt nicht. Oh. Sehr geehrter Detektiv 3. Habe ich irgendwas verpasst? Ich laufe nochmal kurz zurück. Hier muss noch irgendwo sehr geehrter Detektiv sein. Und das ist die zweite. Ich glaube, dieses Ereignis hatte ich schon mal. Es kann gut sein, dass die einfach woanders zu finden ist. Aber einmal kurz hier rüber gucken. Das lohnt sich vielleicht bei der Kreide mit dem X. Oder vielleicht war sie hier drin und ich habe es noch nicht gesehen. So, Inventarlo, diverses. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Wenn, dann würde ich sie hier beim Angler vermuten. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Na gut, gehen wir zurück. Hören wir uns die drei an. Zwei scheint irgendwie wahrscheinlich erst später zu kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Na gut. Schon wieder das X. Nee, yes. Nehmen wir alles auf. Hier ist 3. Kein 2. Dieses scheiß X, ne? Ich muss mal kurz was prüfen. Spring doch! War hier am Anfang auch ein X. So, wo hatten wir das gefunden? Hier. Ja, X. Hier war der erste. Das heißt, die zweite muss hier beim anderen X sein. Die muss hier irgendwo sein.
Ich hätte vielleicht gedacht, das ist das Radio. Aber nein. Ja gut, dann, keine Ahnung, ist verbuggt, wahrscheinlich weggeflogen oder so durch den Erdboden. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Information, dass wir immer bei diesen X'en so eine Information finden. Okay. Ich möchte, dass Sie Ihre Umgebung zu schätzen wissen, Detective. Nur an einem Ort wie diesem kann ich selbst sein. Das Leben dort oben ist so mühsam. Jeden Tag lächelt man Leute an, die einem völlig egal sind, weil man das eben so macht. Hier unten habe ich die Freiheit, wirklich zu leben. Ich freue mich, das heute mit Ihnen teilen zu dürfen, Detective. Okay, er wird höchstwahrscheinlich ein Ghoul sein. Weil er darauf steht, bei anderen Ghoulen zu sein. Oh scheiße, das sind Blähfliegen. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Mach sie platt, Piper. Denen haben wir es gezeigt. Gib mir dein Loot. Oh mein Gott, ich muss da hoch. Wo ist die Treppe nach oben? Ich wusste nicht, dass das Blähfliegen sind. Ich dachte, das wären Red-Kakerlaken. Okay, ich muss da hoch. Frage ist nur wie. Halt, Moment. Welche Munition verwendest du, mein Freund? Waffen, okay. Ich habe ja hier die 308er Munition, die muss ich sparen. Deswegen gucken wir mal kurz, was verwendet die 308er Munition noch? 45er, das ist gut. 10 mm Schrot. Okay. Nur sicherheitshalber. Ein Bett. Oh mein Gott, wie cool. Und Essen. Und die Blähfliege ist schon tot. Ha! Sag einfach Bescheid. Warte da. Nein. Okay, ich komm bin schon hier. Handeln. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. So, ich möchte dir natürlich ein bisschen was mitgeben. Ich gebe dir keine Granaten mit, weil ich weiß, dass du sie wirfst. Ich gebe dir Hunting Rifle. Die Hunting Rifle kannst du haben. Das war 308er Munition. So, ich gebe dir mit noch ein bisschen Schrott. Und Piper kann nichts mehr tragen. Sehr schön. Na gut. Hauptsache, wir haben das Essen dabei. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Was war das? Scheiße, nichts Gutes. Legendärer ist mutiert. Ach du Scheiße. Das ist er doch, oder? So Kanonenfutter ist schon echt cool. Des Berserkers. Aha, okay. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist. Okay, ja, nee, vielleicht eher nicht. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Spieltyp es mir erlauben kann, so zu agieren. Ganz viele X'e, okay. Scheiße, Mann, ich muss zurück in den Raum, wo die Blähfliege war. Ich muss an deren Loot kommen. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Gibt es da überhaupt einen Weg hin? Oder war der Weg hier oben? Oh, hi. Schon
Schon wieder ein Radio. Hm. So, legendäre Blähfliege, was hast du denn für mich? Reduziert den Schaden beim Blocken oder Sprinten um 15%. Naja, gut. Ich werde jetzt nicht so oft blocken. Also von daher. Ja gut, zwei legendäre, zweimal scheiß Loot. Was willst du machen? Gehen wir erstmal ins Bettchen. Weil das war mir jetzt ein bisschen zu kritisch. Das möchte ich nicht nochmal haben. Oh. Okay, du fühlst Infektion? Warum? Wegen dieser scheiß Matratze oder was? Ich glaube, das ist nichts Weltgravierendes, sonst muss ich mein Antibiotika schlucken. Da haben wir wieder Kreide, da haben wir Spielzeug des Außerirdischen, ein Teddybär. Und wir müssen auf jeden Fall, nachdem wir hier raus sind, zurück zur Basis und erstmal Schrott abladen. Warum sind hier so viele Kindersachen? Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte mich erschrocken. So. Ach du Scheiß auf dieses Drecksvieh. Kein Schwein braucht irgendwie ein Leckerbissen. Ja, hier sind zwar mehrere Xe, aber keine Aufzeichnung. Hm. Ich sehe schon, wo es hingeht. Seht ihr das, wie die Luft da hinten so heranschwillt? Das wollte ich nur mal geklärt haben. Gut, es ist eine gravierende Krankheit. Scheiße. Hallo? Infektion? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aufbereitetes Wasser gibt richtig viel TP, ne? Ich muss mit Redway reinziehen. Scheiße, irgendwie hat's gehört. Ich will doch nur zu dem Typen mit dem Hut. Wir sind schon dabei. Ich muss, glaube ich, von oben ran. Oder? Schädel, da ist die Kreide. Und geben wir den schicken Hut. Na toll, jetzt bin ich überladen. Na gut, laufen wir den richtigen Weg. Diverses Schrott, Schädel, Brustkorb, Knochen. Rest brauche ich. Gut, wir können nicht mehr viel tragen. Jetzt wird es Zeit für ein Stimpack. Hier haben wir die komische Luft schon beseitigt. Der lebt noch. Ah, sehr geehrter Gärter Detektiv 2. Hm, na gut. Ich bin so aufgeregt wegen unseres Treffens, Detective. Wissen Sie, ich glaube, ich wollte immer nur, dass mich mal jemand kennt. Und ehrlich gesagt wüsste ich niemanden, der mich so gut kennt wie Sie. Sie sind fasziniert von mir und ich bin fasziniert von Ihnen. Das erfüllt mich mit Demut, Detective. Ach, Scheiße, was ist denn nur los, ey? Ah, Effekte anzeigen, Infektion, periodischer Schaden. Ich hab doch Antibiotika genommen. Überladen, periodischer Schaden. Leicht dehydriert, ausgehungert. Daran können wir arbeiten.
Ey, ich habe Medex genommen. Wir haben ja noch ein aufbereitetes Wasser. Das heilt mich zumindest schon mal ganz gut. Und dann sollten wir auf jeden Fall noch irgendwie was essen, was am besten essbar ist. Ich bin komplett dehydriert, scheiße. Und ich habe natürlich kein Wasser mehr. Ah, ich habe noch schmutziges Wasser. Dreck. Egal, besser als nichts. Habe ich überhaupt gar keine Antibiotika mehr? Ich dachte, ich habe... Oh Gott, wir müssen uns hier echt beeilen. Bevor ich drauf gehe. An dem Scheiß. Ich kann sowieso nichts mehr mitnehmen. Ach, das war der Ghoul, der von hier aus darüber gelaufen ist. Okay. Der Typ war angeleint. Was für kranke Leute. Oh. Ich bin überladen. Okay, wie sieht's denn aus mit meinen negativen Effekten? Ausgetrocknet, Charisma. Habe ich irgendwo Stärke? Übermüdet. Stärke minus 1. Kacke. Medex. Schadensresistenz. Resistenz, Infektionen, Parasiten. Ja, dafür ist es zu spät. Unterdrückte Immunität, erhöhte Chance, krank zu werden. So dreckig. Und dann bin ich immer noch hungrig. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Wieder ein X. Was hat das mit diesen Xen zu tun, wenn ich hier keine Aufzeichnung finde? Die Leichen, die er hinterlassen hat? Das wär's. Ja, ich muss irgendwas loswerden hier. Die Mini-Atombombe eventuell. Weil die ist verdammt wertvoll. Oh. Ja. Tschüss, Melone. Ist auch nur ein Gewicht von 1. Ja, ich habe natürlich eventuell ein bisschen viel Munition am Start. Baseball Base, ja gut. Du kannst echt gut mit einer Haarnadel umgehen. Nee. So, kann mir jetzt einer verraten, wo ich jetzt lang muss? Komm ich von hier? Nein. Ach, deine Drecksinfektion, ey. Das gefällt mir gar nicht. Wenn hier gleich noch ein riesenlanges Gespräch kommt, bin ich am Arsch. Ich sehe dich. Wir sind hier nicht allein, Blue. Immer noch nicht. Irgendwo gabbelt hier noch jemand rum. Und ich habe nicht mehr so extrem schmutziges Wasser. Gut, besser als nichts. Viele Möglichkeiten, mich zu heilen. Hast du das? Hey, sie sind hier. Oh, wie ich ihn getroffen habe. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Habt ihr das gesehen, Alter? Komm, das war gut. Habe ich aus dem Nichts heraus getroffen. Nein. Ich habe Piper erschossen. Ich habe Piper erschossen. Ich hab Piper erschossen. Ich hab gezielt. Oh, und hab Piper getroffen. Ey. Hört sich nach einem Plan an. Oh. Ja, ich muss sie mitnehmen, weil sie das ganze Zeug hat. Gamma-Patrone.
Meine Fresse. Der Meileeimer. Ist da wenigstens Farbe drin? Nein. Kreide. Warum ist hier schon wieder Kreide? Ich glaube, der Eimer ist was Besonderes. Ich nehme den Eimer mit. Könnte was Besonderes sein. So, Gwinnett, kannst weg. Sehr geehrter Detektiv. Die sind natürlich an, hieß der Sinclair? Ihr wisst schon, wen gerichtet hier. Valentine. Hieß der Valentine Sinclair? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. So, ich muss so ein bisschen was loswerden. Wir sind überladen. Säure und Plastik. Ja, komm, was soll's. Den Leuchtenden hätte man schon sehen können. So, ist hier auch irgendwo ein Ausgang? Das wäre echt nice. So, hier habe ich noch nicht reingeguckt. Experte. Die bekomme ich so nicht auf. Schloss zur Haltungszutaten heute. Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Schloss zur Haltung heute gefunden. Schlosskacken ist dauerhaft einfacher. Hatte ich noch nie gefunden. Sehr geehrter Detektiv. 4. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Das Schloss sieht stabil aus. Schnapp dir was Nützliches. Wenn ich doch könnte, aber ich kann nicht. Also geht's nicht. Ne, ja, der hat sowieso in sich selbst reingesprochen. Ich habe da nichts verstanden. Hören wir uns das Ganze nochmal an, ohne dass er doppelt spricht. Und aus Zeitgründen wegen der Infektion. Also ich muss, wir gehen gleich zurück zu seinem Zinti, behandeln die Infektion und dann laufen wir nach Hause. Das ist der Plan. Ich möchte Ihnen nicht wehtun, Detective. Ich möchte Ihnen nicht wehtun, aber Sie haben mir zuerst wehgetan. Gut, ich weiß, dass das, was Sie gesagt haben, nicht so gemeint war. Und ich vergebe Ihnen, Detective. Das spielt nun alles keine Rolle mehr. Jetzt, da Sie hier bei mir sind. Und wir haben alle Zeit der Welt, einander kennenzulernen. Stellt sich hier die Frage, ist das jetzt aus dieser Zeit oder aus der Vorkriegszeit die ganze Geschichte hier? Das weiß man natürlich nicht. So, hoffen wir einfach mal, dass wir hier niemanden mehr begegnen. So, dass wir schnell irgendwie die Infektion behandeln können. Hey, ich sehe dich. Dann töte sie. Ich hab Angst. Auf nimmer Wiedersehen. Hätte auch eine verdammte Red, legendäre leuchtende Red-Kakerlake sein. So, das ganze Wasser schön aufgeladen. Daraus können wir sprudelndes Frischwasser machen. Früher oder später. So, und schon sind wir am Anfang. Okay. Laufen wir raus. Diamond City, ich komme. So, aber vorher möchte ich gerne kurz speichern. Das liegt mir auf der Seele, Freunde. Scheiße. Na gut, ich weiß nicht mehr, wo hier der Speicherpunkt war. Oben war noch ein Speicherpunkt, ne? Und wir sollten etwas gegen unser schwindendes Leben tun.
Was haben wir denn da für eine Möglichkeit? Wir haben Blutpaket. Ich will jetzt nicht so viele Stims nehmen wegen der Trockenheit von meiner Kehle. Leuchtender Pilz, meinetwegen auch. Schmutziges Wasser. Okay, dann würde ich aber vorher ein Stim einwerfen. Dann können wir jetzt nämlich wieder was trinken. Scheiß Infektion, ey. So, rausspeichern, Diamond City. Und dann haben wir wenigstens diesen Part hier erledigt, Alter. Oh, dann kann es ja nicht mehr so schlimm werden. Dann bahnen wir uns mal den Weg nach Hause. Ich muss Zeug abladen. Es geht nicht anders. Oh nein, nicht da. Bitte, lass mich wenigstens noch kurz schlafen. Oh, Glück gehabt. Okay. Ah, weil ich jetzt geschlafen habe, hat es natürlich den Heilungsprozess wieder verringert. Ach nein, ey. Egal, beeilen wir uns. Der Arzt wird mir schon helfen. Ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist. Wie spät ist denn das? Ach, kann ich ja gar nicht gucken, ey. Wieso gibt's hier keine Uhr? Gibt's hier eine Uhr? Weißt du, das Ding kann wirklich alles, aber es hat keine verdammte Uhr, ne? Ist echt zum Kotzen. Die Infektion breitet sich aus. Ah. Dann will ich dich gleich mal untersuchen. Ja, bitte, please. Die Zeit eines Chirurgen ist knapp. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Strahlungheilung. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Schwere Abschürfung, Stichwunden, stressbedingte Augenzuckung. Okay. Bringen wir dich mal wieder in Ordnung. Er steht da rum und guckt mich an. Bringen wir dich in Ordnung. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, alles gut. Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Ich muss noch was erledigen. Oh. Geht ganz schnell. Was? Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Findest du, dass die Anführer von Diamond City sich um deine Sorgen kümmern? Hören sie wirklich zu? Ich will nicht schon wieder darüber reden, Piper. Kannst du nicht jemand anderen nerven? Ja, klar. Danke, dass du diesmal stehen geblieben bist. Oh, hey, sie ist eigentlich voll die Nette, in der Zeitung, ne? Oder? Du bist 200 Jahre alt? Ja, ich bin 200 Jahre alt. Danke für das Kompliment, du Arsch. Du siehst auch nicht gerade gut aus. So, okay, nächster Schritt ist nach Hause kommen. Wir müssen nach Hause kommen, wir müssen unseren Scheiß abladen. Das ist gar nicht weit weg von zu Hause, ne? Oberlandstation. Mystic Pines, war das Mystic Pines? Lexington. Das war Mystic Pines. Okay, das ist gar nicht mal so weit weg, das ist gut. Wir laufen jetzt Richtung Norden. Quasi um Diamond City herum, über die Brücke. Richtung Norden. Ich weiß nicht, inwiefern wir das überleben. Und wir brauchen zwischenzeitlich noch ein Bett, sonst kann ich mich nochmal heilen. Coole Nummer. Du suchst Diamond City? Nein, ich komme gerade von da. Merkst du selber, ne? Hilfe! Hilfe! Oh Gott, nein. Dein Bein ist echt im Eimer. Du hast dich da echt wacker geschlagen. Ich gehe aus Diamond City raus und bin tot.
So, dieses Mal laufen wir nach rechts. Und dann Richtung Norden. Ah, sieht doch schon viel besser aus, ne? Scheiß Mischlinge, ey. Direkt vor Diamond City umgebracht. Ich fass das nicht. Okay, wir müssen aber dennoch aufpassen. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Liegt da eine Diamond City Wache? Ist in deinen Händen eben. Oh, ein richtig schicker Baseballschläger. DC-Wachensachen. Oh, wie cool. Ich kann sie nicht mitnehmen. Wie schwer bist du? Gewicht 3. Besser aufgehoben. Ich komme wieder. Und hole mir diesen Baseballschläger. Aber jetzt müssen wir erstmal Richtung Norden. Und so irgendwie durcharbeiten. Lebendig am besten. Dass der Typ tot ist, gefällt mir gar nicht. Wer weiß, was hier rumlauert. Vor allem, ich laufe hier auf der Hauptstraße, ey. Ich bin völlig wahnsinnig. Das ist die kürzeste Strecke. Ladezeit. Das passiert normalerweise nur, wenn man in ein Gebiet reingeht, wo man selber bauen kann. Pass mal einfach ein bisschen auf. Ist die Brücke oben? Wird man dich loben. So ein Kack. Oh, da hängt jemand. Schick hast du es hier. Wieso hängt da jemand? Einfach ignorieren, Freunde. Einfach ignorieren. So. Die Folge ist fast zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt, wenn wir ein Bett finden oder nochmal sterben, ist diese Folge vorbei. Nur mal so zur Info. Aber ich gebe mein Bestes, dass das nicht passiert. Die Brücke ist oben. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, Raider. Wir nehmen die andere Brücke. Ich fühle mich ein bisschen sicherer, wenn ich die Brücke nehme. Weil die Brücke kenne ich gut genug. Da steht auch jemand, wie ihr schon seht. Also sollten wir da am besten nicht lang gehen. Wir wollen erstmal nur einen sicheren Weg nach Hause. Der Weg ist halt alles andere als sicher. Hier in der Ecke steht einfach ein Fahrzeug rum. Wer? Ich werde dich finden! Hast dich verpisst, verdammt, was? Hab die Spur verloren. Geh da nicht hin, Piper. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Okay. Das ist nichts. Was war das? Ein Schuss? Würde ich das behaupten. The fuck? Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder beim Versuch, nach Hause zu kommen. Und dann gehen wir auch über die Brücke. Ich glaube, das ist besser. Haut rein, euer Zero. Tschüss.